Berlin, Februar 1933. Ein eiskalter Winterabend. Die Gegend um den Reichstag ist wie ausgestorben. Bis 21 Uhr. In nur 15 Minuten legt ein Einbrecher im Reichstag zahlreiche Feuer. Der Brand des Berliner Reichstags wird zum Fanal der Machteroberung Adolf Hitlers. Eine Schicksalsnacht für Deutschland. Wenige Tage zuvor, ein Münchner SPD-Politiker macht sich auf den Weg durch ganz Deutschland, auf Wahlkampfreise. Am 27. Februar kommt er nach Magdeburg. Früher waren die immer so musterschön. Dieser Mann ist Wilhelm Högner. In Magdeburg will er seine SPD-Genossen aufrütteln für den Reichstagswahlkampf am 5. März. Er selbst sitzt seit 3 Jahren im Parlament. Högner spürt, dass eine Schicksalswahl bevorsteht. Denn ihr Gegner ist der Todfeind aller Demokraten, Adolf Hitler. Ich hatte den Nationalsozialismus in Wort und Schrift eigentlich schon seit 1920, seit seinem ersten Auftreten, bekämpft. Ich war der Meinung, dass es sich hier um eine ganz gefährliche, ja verbrecherische Organisation handle. Diese Organisation ist seit dem 30. Januar an der Regierung, mit Hitler als Kanzler. Jedoch in einem von konservativen Ministern dominierten Kabinett. Den Nationalsozialisten ist das zu wenig. Sie wollten so rasch wie möglich Neuwahlen herbeiführen, die Aufbruchstimmung nutzen für einen Wahlerfolg der beiden Parteien, die die Regierung bildeten, also Nationalsozialisten und Deutsche Nationale, und dann mit scheinbar legalen Mitteln, gestützt auf eine Mehrheit im Reichstag, den Parlamentarismus abschaffen und auf diesem Wege eine Diktatur begründen. Hitler riskiert viel. Bei den letzten Wahlen zum Reichstag im November 1932 liefen der NSDAP 2 Millionen Wähler davon. Ein Debakel. Dennoch erzwingt Hitler jetzt Neuwahlen. Er spekuliert auf einen Kanzlerbonus und auf einen großen Sieg. Liebe Genossen, SPD-Mann Högner aber sieht die Chance, Hitler zu stürzen. Doch dazu braucht es unerschrockene Kämpfer. Högner schreibt: An diesem Abend bin ich Redner in Magdeburg. Die Genossen sind besorgt und bedrückt. Beinahe scheint es, als hätten sie alle Illusionen abgetan und sich mit allem, was noch kommen konnte, abgefunden. Ausgerechnet jetzt ist die Arbeiterbewegung wie gelähmt. Högner will einen Generalstreik, doch in den Arbeitervierteln herrscht Phlegma. Hitlers Mannschaft hingegen drängt zum Kampf gegen den sogenannten Marxismus. Vorneweg Hermann Göring, Preußens Innenminister. Die Polizei ist unter seiner Kontrolle. Er befiehlt den Beamten, jeden Widersacher zu verfolgen. Mit der Schusswaffe. Und dann ist da noch die SA, Hitlers Bürgerkriegsarmee. Diese Männer brennen darauf, von der Kette gelassen zu werden. Denn bei SA und Polizei kursieren Listen mit Adressen von Regimegegnern, vorzugsweise Kommunisten. Seit den 20er Jahren sind die Kommunisten die Todfeinde der Nationalsozialisten. In vielen Straßenschlachten haben sie ihre Gegner das Fürchten gelehrt. Doch jetzt sind sie die Gejagten. So auch der KPD-Abgeordnete Ernst Schneller. Er muss in den Untergrund abtauchen, gehetzt von Hitlers Meute. Berlin-Wedding, 21 Uhr. Ernst Schneller hat sich zu seiner Familie heimgeschlichen. Seine Tochter Annemarie erinnert sich. Mein Vater ist an diesem Abend noch einmal nach Hause gekommen, um saubere Wäsche zu holen. Abgehetzt und todmüde findet er nicht die Kraft, wieder wegzugehen.
21.27 Uhr. Der Plenarsaal des Reichstags steht in Flammen. 21.45 Uhr. Fast die gesamte Berliner Feuerwehr ist vor Ort. Dutzende Löschzüge und Polizeitrupps im Sondereinsatz. Und die SA rückt aus zur Kommunistenjagd. Denn die NS-Führung schiebt den Brand sofort auf das Konto der Kommunisten. Die Verhaftungslisten führen die SA-Leute direkt an die Türen ihrer Opfer. Ganz oben auf der Liste der Kommunist Ernst Schneller. Vor wenigen Tagen noch hat er Klebezettel gegen den SA-Terror verteilt. Schnellers Tochter berichtet. Vater sagt, wir sollen tapfer sein. Er verlangt einen Haftbefehl, doch der Anführer brüllt, für Kommunistenschweine gibt's nur dies hier. Was machen Sie? Glaube, 22 Uhr. Das Feuer im Reichstag ist auf dem Höhepunkt. Magdeburg, 23 Uhr. Die SPD-Wahlkämpfer sind ahnungslos. Wilhelm Högner schreibt: Wir sitzen bei einem Glas Bier zusammen. Dann kommt im Radio die Nachricht vom Reichstagsbrand. Högner weiter. Merkwürdigerweise regen wir uns nicht auf. Als wir zu Bett gehen, merken wir noch immer nicht, dass eine große Entscheidung gefallen ist. In Berlin aber löst der Brand fieberhafte Aktivitäten aus. Josef Goebbels schreibt in sein Tagebuch: Das ganze Gebäude steht in Flammen. Hitler ist in Rage. Nun aber handeln. Im brennenden Reichstag fasst die Polizei einen Mann, der alles gesteht. Marinus van der Lubbe, 23 Jahre, Holländer und Kommunist. Eine perfekte Vorlage für die NS-Propaganda. Josef Goebbels bläst zur Kampagne unter dem Motto Komplott der Kommunisten. Ein Lieblingsthema rechter Propagandafilme. Von der Polizei konnte festgestellt werden, dass diese neue Aktivität auf die Entfesselung eines Aufstands hinzielte, der nach einem beschlagnahmten Organisationsplan des internationalen Kommunismus der Übergang zum vollkommenen Bürgerkrieg sein soll. Görings Kriminalhörspiel schert sich nicht um die Fakten vom Tatort. Vor Gericht bleibt vom Kommunistenkomplott nichts übrig. Eine peinliche Niederlage für die NS-Führung. Freisprüche für vier angebliche Verschwörer. Einzig verbliebener Verdächtiger, Marinus van der Lubbe. Das Gericht rekonstruiert. 21.05 Uhr. Van der Lubbe steigt ein. Auf seinem Weg durch den Reichstag legt er verschiedene kleine Feuer. 21.26 Uhr. Er wird verhaftet. Gleich darauf entflammt der Plenarsaal. Viele bezweifeln diese Alleintäter-Version. In den Trümmern ermitteln Gutachter 22 Brandherde, eine Fackel und Spuren von einem Brandbeschleuniger. Van der Lubbe aber hat nur 4 Päckchen Kohleanzünder bei sich. Den Reichstag hat er nie zuvor betreten. Und seit einem Unfall ist er halb blind. Doch nur ein Sündenbock? Die Hintermänner sind die Nationalsozialisten, so lautet die nächste These. Görings SA-Leute sollen das Feuer im Gebäude präpariert haben. Tatsächlich hat Göring schon Wochen zuvor dem Marxismus öffentlich den Krieg erklärt. Die geschlossene Kraft der nationalen Bevölkerung werde ich rücksichtslos einsetzen zur Brechung dieser verderblichen Idee. In den jetzt ausgeschriebenen Wahlen bildet der Kampf gegen den Bolschewismus eine Hauptparole. Durch einen Tunnel sollen SA-Leute in den Reichstag eingedrungen sein. Eine Spur, der die Justiz nicht nachgeht. Das Motiv liegt auf der Hand. Der Brand als Vorwand zur Kommunistenjagd. Doch die Verhaftungslisten gehen auf Hitlers Vorgänger zurück. Die Zerschlagung des sogenannten Marxismus war ein gemeinsames Ziel von Hitler und seinen Koalitionspartnern. Und insofern bot der Reichstagsbrand dafür einen erneuten, besonders dramatischen Anknüpfungspunkt. Aber begonnen hatte man damit davor schon und das Ziel stand schon länger fest. Hitler selbst zeigt sich am Tatort überrascht. Er befürchtet einen Kommunistenaufstand.
bleibt die Frage, wie kann einer allein ein solches Feuer legen? Die neueste Kontroverse dreht sich um eine sogenannte Backdraft. Ein Feuerwehrmann öffnet die Tür. Im Saal haben viele kleine Brandherde entflammbare Gase gebildet. Jetzt strömt Sauerstoff dazu. Die Rauchgase explodieren. Und dadurch entsteht die Stichflamme, die eben um 21.27 Uhr an diesem Abend das Fanal der Machteroberung der Nationalsozialisten wurde. Später wird das Ausmaß des Brandes übertrieben, Fotos häufig retuschiert. Der ganze Reichstag brannte nur in diesem Spielfilm. Tatsächlich war das Feuer kleiner und nach 3 Stunden gelöscht. Die plausibelste Erklärung bleibt daher die vom Einzeltäter van der Lubbe. Auch wenn die Debatte um eine geplante NS-Aktion nie verstummt. Allerdings gibt es keine historischen Dokumente, die belegen würden, dass die nationalsozialistische Führung oder Teile von ihr in irgendeiner Weise den Reichstagsbrand selbst inszeniert hätten. Weswegen mir die Alleintäterthese die überzeugendere zu sein scheint. Die Nationalsozialisten nutzen ihre Chance. Goebbels schreibt: An die Arbeit. Alles strahlt. Das fehlte uns noch. Am nächsten Tag legt Hitler dem Reichspräsidenten eine Notverordnung vor. Weg mit den Grundrechten, weg mit Meinungs- und Pressefreiheit. Polizei und SA können Menschen nach Belieben wegsperren. All das findet Hindenburgs volle Zustimmung. Die Lizenz zum Terror. Der Kommunist Schneller sieht seine Familie niemals wieder. Nach langer Haft wird er 1944 im KZ Sachsenhausen ermordet. München, wenige Tage nach dem Brand. Jetzt werden auch hier Hitlers Gegner zu Freiwild. Das Altheimer Eck, die Zentrale der bayerischen SPD, von der SA besetzt. Die Jagd auf die Linken ist eröffnet. Wieder nach Adresslisten. Darauf der Name Wilhelm Högner. Ich sollte schon bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten in München verhaftet werden, nach dem Adressbuch. Ich war aber ein halbes Jahr vorher umgezogen, von der Römerstraße in die Tankstraße, und wurde in dieser Nacht nicht gefunden. Wir haben immer klar gemacht, dass in die Demokratie. Trotzdem harrt Högner in München aus und trifft weiter seine Parteifreunde. Eines Tages meldet sich ein verschollener Genosse zurück. Högner schreibt: Man hat ihn in Schutzhaft genommen. Völlig verstört erzählt er uns, riesige SS-Kerle warteten bereits. Je mehr einer schrie, umso wütender schlugen sie zu. Am Fensterkreuz in den Zellen hing ein Strick. Die Gefangenen sollten sich aufhängen. Der Mann kommt aus dem gerade errichteten Konzentrationslager Dachau. Die deutsche Öffentlichkeit ist von Anfang an darüber informiert. Bayerns Polizeichef Himmler gibt zur Eröffnung des KZ am 20. März sogar eine Pressekonferenz. Am 22. März 1933 steht in der Münchner Neuesten Nachrichten, wird das KZ eröffnet. Auf Seite 1 ist es nachzulesen. Umerziehungslager hieß es, wo man also nationalsozialistische Ideen einstellt.